Ja, wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zum heutigen Webinar mit unserem Partner AlgoCamp, automatische Erkennung von Candle Pattern, Teil 1 Pinbar. Ja. Das wird jetzt eine neue Webinarreihe für dieses Jahr. Ich freue mich, dass wir auch AlgoCamp auch für 2017 als Partner gewinnen können und oder beziehungsweise konnten und Ihnen auch weiterhin Webinare in diesem Bereich anbieten können. Ich denke, das heutige Webinar ist wirklich für sehr, sehr viele sehr interessant. Pinbar ist, glaube ich, ein Kerzenmuster, was jedem irgendwie schon mal begegnet ist. Vielleicht ein kurzes Wort zu AlgoCamp. Wir haben bei uns auf der Seite einige Informationen zu unserem Partner unter Trading Partner. Und dann hier AlgoCamp, klicken Sie hier auf den Link, das werde ich dann gleich auch kopieren und in den Chat hinzufügen. Und wenn Sie die vergangene Webinare sich mal angucken möchten, finden Sie das unter Training Videos. Wir haben für die Videos mit AlgoCamp mittlerweile eine eigene Rubrik, finden Sie hier. Und dann können Sie sich alles in Ruhe natürlich nach dem heutigen Webinar sich das Ganze mal angucken. Ja, auf jeden Fall sehr interessant. Ja, von meiner Seite aus war das jetzt erstmal, wenn Sie Fragen haben zur FX-Lat allgemein oder anderes, ich bin auf jeden Fall zur Gegend und werde Ihre Fragen dann im Chat auch beantworten. Ansonsten denke ich, wird der Herr Lücke am Ende auch eine Fragerunde machen. Und damit übergebe ich jetzt auch den Bildschirm und wünsche viel Spaß. Hallo, guten Abend. Herzlich willkommen, alle Trader, alle Freunde der Programmierung. Die Einleitung wurde ja schon gegeben. Heute geht es um Pinbars, Erkennung, programmatisch. Und ich fange mal gleich an mit der Präsentation hier. Bildschirmpräsentation starten. Bildschirm kann man sehen, So, los falls die geht's. Frage kommt. Bildschirm kann man sehen. Alles klar, super. Okay, ja, Ziel des heutigen Webinars ist erstmal die Erklärung, was sind eigentlich Pinbars? Für die Leute, die es halt noch nicht wissen, ist ja auch ein interessantes Thema, Candle Patterns allgemein. Und die es schon wissen, vielleicht wird das nochmal kurz aufgefrischt. Und wenn ich das erklärt habe, dann soll es natürlich darum gehen, wie man dieses Candle Pattern programmieren kann. Man soll am Ende der Webinarreihe in der Lage sein, Pinbars selber zu programmieren, die Erkennung und die Verwertung natürlich. Und heute im ersten Webinar wird es natürlich darum gehen, wie man die Sachen erstmal erkennt und im zweiten dann, wie man das verwertet, das Ganze. Kurzes Wort noch zu uns, zu AlgoCamp. Wir sind eine Gruppierung von Tradern und Programmierern, könnte man sagen. Wir programmieren automatisierte Handelssysteme, sitzen in Berlin-Mitte. Die Leute, die uns besuchen wollen, die können das gerne tun. Wir halten auch regelmäßig Webinare und geben Seminare. So auch Veranstaltungen wie World of Trading kann man uns sehen. Die IB Days jetzt im März, da sind wir auch dabei. Und wir sind darauf spezialisiert, für den MetaTrader sowie für den NinjaTrader Handelssysteme zu entwickeln. Und das Ganze können wir auch auf individueller Basis machen. Also da gibt es eigentlich so gut wie keine Grenzen. Und wenn man Handelssysteme hat, kann man bei uns auch Trading-Server mieten, um das Ganze rund um die Uhr laufen zu lassen. So, natürlich beraten wir die Kunden auch gerne, die nicht so viel Ahnung davon haben, können Produkte empfehlen und beantworten dann natürlich Fragen. Jederzeit schickt uns einfach eine Mail oder besucht unsere Webseite und wir freuen uns über jedes Feedback, über jede Nachricht. Genau, dann kommen wir zur Agenda heute. Und zwar werde ich erstmal eine kleine Übersicht geben dazu,
Wie ist der erste Teil aufgebaut? Was erwartet uns heute? Und was erwartet uns im zweiten Teil, der dann in einem Monat stattfindet? Dann werde ich die Pinbar an sich erklären, das Pattern, so ein paar Charakteristiken benennen. Und danach werden wir dann sehen, was die Schwierigkeit daran ist, wenn man das programmieren möchte. Weil das Auge und jeder diskretionäre Trader, der hat eine bestimmte Vorstellung davon. Aber wenn es ans Eingemachte geht, dann muss man die ganze Sache natürlich ordentlich definieren können. Und da werden wir mal sehen, wo da so die Schwierigkeiten liegen. Und im letzten Schritt in der gemeinsamen Umsetzung werden wir das dann programmieren im MQL4 mit dem MetaTrader. Genau. So, die kleine Übersicht für heute. Heute liegt der Fokus wirklich nur auf der Erkennung von den Patterns. Dazu gehört dann eben die Theorie und wir werden sehen, wie man das, was man optisch erkennt, was eine Pinbar ausmacht, in den Programmcode überführen kann. Und der zweite Teil soll dann darum gehen, wie man die Patterns verwerten kann, weil das Erkennen ist ja quasi die eine Sache, aber was macht man denn damit? Also möchte man sich denn irgendwie ein Signal schicken lassen per Mail oder möchte man das Ganze handeln oder was soll damit geschehen? So, das wird dann quasi im zweiten Teil geklärt, in einem Monat wird der Zug stattfinden. Und dann kommen wir zu der Erklärung der Pinbar. Da habe ich mal eine Grafik rausgesucht, das einfach mal gegoogelt und hier sieht man quasi die Anatomie der Pinbar. Und charakteristisch ist halt, dass der Kerzenkörper etwas, ich sag mal, ziemlich klein ist im Verhältnis zur gesamten Kerze. Und man sieht auch, dass der Kerzenkörper halt auf einer Seite gerichtet ist. Ne? Also links sieht man das für eine Short-Indikation, die Pinbar. Dort sieht man, dass der Docht eben ziemlich groß ist und an der oberen Seite der Kerze ist. Und unten, was hier als Nase in der Grafik beschrieben wird, das ist quasi, ja, so, nur ein minimaler Anteil der Kerze und auf der rechten Seite sehen wir das Ganze als bullisches Pattern. Da ist der lange Docht eben nach unten an der Kerze dran und die Theorie, die dahinter steckt, ist quasi, dass in einem Abwärtstrend beispielsweise, also zum Beispiel, wird halt stark verkauft und innerhalb der Candle wird sich dann halt oder entscheidet sich die Menge, dass es eben doch nicht die richtige Richtung ist und das Momentum dreht sich sozusagen und geht wieder nach oben. Dadurch entsteht dann halt dieser kleine Körper, weil es dann eben doch in die andere Richtung gegangen ist. So. Und ich habe hier noch eine zweite Folie mit einer zweiten Grafik. Da ist das Ganze auch nochmal drauf und so ähnlich. Und was man darauf sieht, ist, die Nase, die auf der ersten Grafik zu sehen war, die fehlt hier komplett. Also hier ist eben nur der lange Docht da und der kleine Kerzenkörper. Und was ich damit vermitteln will, ist, es gibt halt bilderbuchmäßige Patterns, so wie dieses hier. Also diese Pinbar, das hier ist eigentlich so das Bilderbuch-Pattern. Aber real am Markt muss das natürlich dann nicht heißen, dass es diese Nase nicht gibt. Also dass der Kerzenkörper direkt am High ist, beziehungsweise am Low ist. Das ist eine Toleranzsache. Wenn man jetzt da hingeht und sagt, man will jetzt aber wirklich nur die Pinbars traden, wo der Kerzenkörper direkt am High oder am Low ist, dann kann man das natürlich machen und man wird aber das Problem haben, dass man eben nicht so viele erkennt. Und da fragt man, da ist dann eben die Frage, was will man? Will man jetzt weniger handeln, aber dafür bilderbuchmäßige Patterns, die vielleicht auch nicht immer die richtige Marktrichtung
initiieren, sage ich mal, oder sagt man, okay, ich trade jetzt ein bisschen öfter und laut meinen Tests ist das unterm Strich sogar profitabler, wenn man nicht nur die Bilderbuch-Patterns handelt. Ja? Das Ganze habe ich hier nochmal auf der Folie festgehalten und man kennt das ja, also die Leute, die sich mit den Patterns schon auseinandergesetzt haben, die werden bemerken, am Anfang ist es etwas schwerer, solche Sachen zu erkennen und das ist aber reine Trainingssache. Also irgendwann, wenn man sich viele Charts angesehen hat, dann muss man nur noch Sekunden raufschauen auf den Chart und erkennt da sofort, was los ist. Ob es jetzt irgendwie eine SKS gibt oder eben so einen Pinbar-Pattern oder weiß der Geier. Und das ist routiniert. Und dieser Toleranzbereich, den ich eben erwähnt habe, der ist natürlich genauso Routine. Und da muss ja jeder für sich selber wissen, was er traden will. So. Aber wenn man das jetzt programmieren möchte, dann muss man es ja eben haargenau definieren, wie man es haben möchte. Also man muss genau dem Computer sagen, wie sieht für mich eine Pinbar aus? Das ist rein subjektiv. Wie sieht für mich die Pinbar aus? Was muss sie für Eigenschaften haben, damit ich ein Signal erzeuge und das Ganze dann trade oder nicht trade? Und die Schwierigkeit daran ist natürlich, dass das Ganze ja auch auf mehreren Zeitintervallen laufen muss und für mehrere Assets laufen muss. Das heißt, wenn wir jetzt den Euro-Dollar traden und wir haben jetzt eine absolute Definition, sagen unsere Pinbar, die muss 15 Pips groß sein, dann ist es vielleicht auf einen Minutenchart irgendwie hilfreich. Aber auf einem Daily Chart oder Weekly Chart wird man natürlich keine Candles finden, die dann halt 15 Pips groß sind. Und genau das gleiche, wenn man eben CFDs handeln möchte. Da hat man ja auch eine ganz andere Granularität an Punkten beispielsweise. Und man muss es eben versuchen zu relativieren. Und das ist die große Herausforderung. So. Und dafür haben wir jetzt mal ein paar Erkennungskriterien aufgestellt für die Programmierung der Pinbar. Und anhand der Grafiken konnte man ja so ein paar Charakteristiken ableiten, die ich jetzt versucht habe zu relativieren. Und damit das Ganze dann auch auf mehreren Assets anwendbar ist, sowie auf mehreren Zeitintervallen. Und ich versuche quasi nur meine Betrachtung festzuhalten, aus Sicht eines Programmierers. Man hat gesehen, dass der Kerzenkörper eben relativ klein ist, da geht schon los, relativ klein ist. Und da muss man dann halt sagen, was relativ klein für einen bedeutet. Relativ klein heißt für mich jetzt, für solch eine Pinbar, dass der Kerzenkörper nicht größer sein darf als ein Drittel der Gesamtkerze. Ja, das ist unser erster Punkt, den man in der Programmierung eben genauso umsetzen kann, wie er jetzt hier beschrieben wurde. Der zweite Punkt ist, dass eben der Kerzenkörper entweder sich am unteren Teil der Kerze befindet, bei einem ähnlichen Pattern, und da muss man eben wieder genau definieren, was heißt denn am unteren Teil. Also, wir haben ja gesehen, die zwei Grafiken, entweder ist das Ganze wie hier, dass es am High oder am Low ist, also beziehungsweise bei dem üblichen Pattern direkt am Low ist, oder wir sagen, wir haben noch einen kleinen Toleranzbereich, was hier als Nose in der Grafik dargestellt ist, und da müssen wir eben für uns definieren, wie wollen wir das denn gerne haben. Ich habe das jetzt so definiert, dass wir sagen, der Kerzenkörper sollte maximal 15% der Gesamtkerze vom Low entfernt sein oder eben vom High in dem bullischen Pattern.
So. Und der letzte wichtige Punkt ist, die boolische Pinbar muss nicht, also es heißt nicht, dass das Close über dem Open ist. In den bilderbuchmäßigen Grafiken hat man eben gesehen, dass es meistens dann genauso ist, dass das Close über dem Open ist bei der boolischen Pinbar. Aber es gibt ja auch boolische Pinbars, wo eben das Open über dem Close sein kann. Das ist eben so ein kleines Detail, was man mit einbauen muss. Es kommt generell so auf die Details an. Ne? Umso detaillierter man es beschreibt, umso besser ist das Ergebnis, was man am Ende dann dabei rausbekommt. Ansonsten hat man irgendwas nicht bedacht und man wird dann über Sachen stolpern, an die man einfach vorher nicht gedacht hat. So. Ich habe das Ganze hier grafisch nochmal festgehalten, was ich gerade versucht habe zu beschreiben. Hier sieht man nochmal, der Kerzenkörper maximal 33%, so ein Drittel eben. Und links steht, der Körper muss mindestens 15% sollte eigentlich stehen, am Low oder eben am High, je nachdem, bearish oder bullish, beginnt. So. Dann sind die zwei Striche eben eingezeichnet, was hier so die geschätzten 15% sind. Und hier muss dann der Körper innerhalb dieser 15% losgehen, damit man ihn raus hat. Ansonsten könnte man natürlich sagen, dass der Kerzenkörper direkt am High losgeht und dann halt circa hier so groß ist. So. Das war jetzt die Theorie und das Ganze wollen wir jetzt versuchen umzusetzen. Ja. Ich habe jetzt hier gesagt mal den FX Flat MetaTrader 4 aufgemacht. Hier werden wir das Ganze programmieren. Und wir müssen dazu nur in die Reiter Extras gehen und den MetaQuotes Language Editor aufrufen. Das ist quasi unser Programmierwerkzeug, unser Editor, da wo wir den reinschreiben. Und dann gehen wir hier auf New für neues Projekt und wählen uns da jetzt den Expert Advisor aus. Wir wollen einen Expert Advisor programmieren, der dann in der im zweiten Teil des Webinars auch handelsfähig ist. Ja. Man könnte das natürlich auch so gliedern, dass man einen Indikator dafür schreibt, der einem immer einen Ausschlag gibt, wenn so eine Pinbar erkannt wurde oder nicht. Und wir wollen das aber jetzt in einem Expert Advisor machen, weil ansonsten hätte man jetzt noch den Zwischenschritt, dass man eben den Custom-Indikator, den individuellen Indikator auslesen muss, den Wert. Und den wollen wir jetzt einfach mal weglassen an der Stelle, damit das nicht komplizierter ist, als es sein muss. Ja. So, dann kommen wir ins nächste Fenster, in den MQL Wizards. Da gehen wir einfach des Projekts ein. FX Flat Pinbar. Ja. Outdoor könnt ihr, je nachdem wie er heißt, eintragen. Und dann das halt verlinken, falls ihr das irgendwie möchtet, könnt ihr aber auch freilassen. Und dann haben wir hier unten noch ein Fenster Parameter. Da kann man quasi die vom Benutzer konfigurierbaren Parameter hinzufügen. Ja. Wir fügen jetzt mal hinzu, sowas wie Detect Long als möglicher Wert. Bool heißt immer ja oder nein, das heißt, der Parameter ist dafür da, ob wir die Long Pinbars, also die Pinbars mit dem Stiel nach unten sozusagen, ob wir die erkennen wollen oder nicht. Und dann fügen wir noch ein zweites Feld dazu für Detect Short. Das ist dafür da, ob wir die inversen Pinbars auch erkennen wollen, also die mit dem Stiel nach oben. Ja. So, dann haben wir den Anfangswert einfach mal auf True bei beiden. Das
Das heißt, so viel wie wir wollen beide Seiten erkennen. Und es kann ja natürlich sein, dass jemand sagt, er möchte nur, er befindet sich gerade, der Markt befindet sich gerade in einem Aufwärtstrend und man möchte deswegen nur die Shorts handeln, falls dann eins erkannt wird. Und dafür ist das Ganze einfach da. Gehen wir auch weiter. Das ist der Event-Händler, wie man ihn gerne haben mag. Man kann ja bestimmen, wann immer der Expert-Advisor reagiert, damit die Programmlogik durchläuft. Kann man sich aussuchen, ob man das entweder zeitbasiert machen möchte oder ob es irgendwie ein Event in den Chart gibt. Wenn man gar nichts von beiden auswählt, dann passiert das Ganze on Tick. Heißt so viel, wie wenn es einen Tick in den Chart gibt, dann wird die Handelslogik angestoßen von dem Expert Advisor, wo dann unsere Erkennungsroutine drin ist. Und dafür ist das Ganze da. Wir können das überspringen, weil wir das, wie gesagt, auf On-Tick-Basis haben wollen, was in der Standard ist. Das letzte Fenster war zum Testen, das brauchen wir jetzt auch nicht. Und wie gesehen, ist jetzt hier unser Projekt geöffnet. Da gibt es schon ein paar Zeilen Code, die einfach generiert worden sind. Hier oben, das sind so ein paar Informationen einfach, was wir angegeben hatten, wer wir sind, quasi Copyright-Rechte, die Version. Das können wir alles unberührt und unbetrachtet lassen. Dann haben wir hier die Input-Parameter. Die hatten wir gerade eben in der Projekterstellung mit definiert, angegeben, dass wir halt für die Long-Seite und für die Short-Seite die Pin-Maß erkennen wollen. Und dann gibt es hier so eine On-Init-Funktion. Das hier sind, also das Ganze hier ist, nennt sich halt Funktion. Das wird halt einmal aufgerufen, wenn man den Expert Advisor auf den Chart anwendet. Vielleicht möchte man ja, dass da halt irgendwas passiert. Man könnte sich ja irgendwie eine E-Mail zuschicken lassen, wie der Expert Advisor ist jetzt aktiv, dass man weiß, es hat funktioniert. Dann gibt es die On-D-Funktion, die wird aufgerufen, wenn der Expert Advisor nicht mehr auf den Chart angewandt wird, also wenn er auf den Chart angewandt wurde und man entfernt ihn dann davon. Und da wäre halt typische Programmroutine, dass man so vielleicht Objekte, die man eingezeichnet hat, wieder von dem Chart entfernt, damit das Ganze etwas cleaner aussieht. Und als letzte Funktion haben wir hier unseren Teil, den wir zum Beispiel brauchen. Das ist die On-Tick-Funktion. Diese wird jedes Mal aufgerufen, wenn es einen Tick in den Chart gibt. Also dann, wenn unsere Logik angestoßen wird. So. Und an der Stelle fangen wir jetzt auch an zu programmieren. Wir fangen ganz simpel an. Und zwar wollen wir erstmal das Open, High, Low und Close auslesen an der Stelle. Und dafür brauchen wir erstmal die Variablen. Ja, open. So, da haben wir jetzt die erste Zeile, die quasi heißt, das heißt so viel wie das Open, das ist auch eine Funktion, das aktuelle Open soll in dieser Variable Open gespeichert werden. In der Funktion, das kann ich nochmal dazu erwähnen, man hat hier so eine Information, die immer angezeigt wird, wenn man die Methode schreibt. Und hier wird quasi aufgelistet, was muss man für Parameter an diese Funktion übergeben. Die Sache ist einfach die, man könnte ja, oder der Computer weiß ja nicht, welches Open möchte ich denn jetzt haben. Möchte ich jetzt das Open haben von Euro-US-Dollar auf H4-Chart oder irgendeinen anderen Chart, anderes Asset und vor allem von welcher Candle oder von welchem Tick. So. Und ich zeige das mal eben in der Dokumentation. Da könnt ihr jederzeit nachschauen auf docs.mql4.com. Da habt ihr hier solche Funktionen wie iOpen, iLow, iHigh.
Und wir schauen jetzt in der Funktion iOpen. Das ist da alles ganz gut beschrieben. Und da führt auch kein Weg vorbei, dass man irgendwie nachlesen muss. Ja. Da hat man hier den Funktionsnamen und hier sind nochmal die Parameter alle aufgelistet. Und hier sieht man, der erste Parameter ist das Symbol. Ja. Und hier steht als Ergänzung, also man könnte jetzt irgendwas angeben, wie zum Beispiel Euro-US-Dollar, also Euro-USD als Symbol. Oder man sagt einfach, man möchte, dass dieses Asset, auf das man den Chart anwendet, dass dieses benutzt wird, um das Open auszulesen. Und dann schreibt man einfach Null rein als Wert, so wie wir das hier auch gemacht haben. Und ups. Als zweiten Parameter hat man eben den Timeframe, das Zeitintervall. Hier unten sieht man das auch als Beispiel. Hier als zweiter Parameter Period H1. Das wäre jetzt auch eine absolute Definition. Aber wenn man sagt, man möchte das einfach auf den Chart anwenden, wo man den EA anwendet, das Open möchte man auslesen, dann gibt man einfach eine 0 ein. Ja. Das ist quasi in dem Satz mitgeschrieben. So, und dann hat man noch eine wichtige Sache, und zwar Shift. Das ist quasi der Index von von der Bar bzw. von dem Tick, wo man das Ganze haben möchte. So. Und die Informationen reichen uns jetzt, um das Ganze zu verstehen. Das heißt, als Shift haben wir die 0 angegeben. Das heißt, wir wollen das Open der aktuellen Candle haben. Also es soll nichts verschoben sein. Wenn man jetzt die 1 angeben würde, heißt es, wir wollen das Open haben von der Candle, die eine Kerze vor uns ist oder eine Periode vor uns ist. Wenn man die 2 angibt, dann wären es halt 2 Candles und so weiter. So. Das Ganze brauchen wir jetzt eben noch für High, Low und Close. Kann man einfach kopieren. Schreiben wir das alles runter. Und dann noch der Close. Und jetzt haben wir in den Variablen quasi die Werte gespeichert. Die können wir uns auch ausgeben lassen. Das wollen wir an der Stelle mal tun. Schreiben wir einfach printf den Open-Wert und das Ganze noch für High, Low und Close. Und dann wird uns das angezeigt im Terminal, damit wir auch wissen, oder damit wir mal abgleichen können, ob das jetzt auch die Daten sind, ob unser Programmcode bis jetzt hier schon korrekt ist oder nicht. Und damit man das besser erkennt, schreibe ich hier einfach noch so ein Kennzeichen rein. Das ist einfach für die Aufgabe. Oben muss man dann auf Kompilieren klicken, wenn man das Programm geschrieben hat, beziehungsweise wenn man es dann anwenden möchte. Und dann kann man in den MetaTrader wieder gehen und muss dann einen Chart einfach geöffnet haben. Wir nehmen jetzt hier den Euro-US-Dollar, der ist einfach schon da. Und dann schauen wir links in der Navigation im Reiter Experten. Das ist ein Expert Advisor, alle kompilierten Expert Advisor werden uns hier aufgelistet. Und hier haben wir dementsprechend den von FXFlat. Den kann man jetzt auf den Chart anwenden. Hier sieht man dann nochmal die Informationen, die wir als erstes angegeben hatten, mit Verlinkung auf die Seite. Und hier hat man noch so ein paar allgemeine Informationen. Das ist an der Stelle ziemlich unwichtig eigentlich. Wichtiger sind die Eingaben, die wir machen wollen. Hier könnte man jetzt nämlich sagen, wir wollen die Long-Sachen und die Short-Sachen erkennen oder nur eins von beiden. Aber so weit sind wir ja noch nicht. Von daher können wir das an der Stelle auch vernachlässigen. So. Dann drücken wir einfach auf Anwenden und dann muss das Ganze normal uns angezeigt werden. Mal kurz Platz machen. Na,
Geht auch. Okay. Und zwar unter Experten. So, in dem Reiter haben wir dann quasi so eine Konsole, die uns die Werte ausgibt, die wir mit der Methode printf, die wir dort reingeschrieben haben, quasi. Ja. Sehen wir das hier? Hier kommt immer das Trennzeichen und hier würde er dann Open, Hello, Close anzeigen an der Stelle. Das ist ganz interessant, um mal zu sehen, was dann funktioniert das Ganze schon. Wenn wir jetzt den Experten wieder entfernen, dann sieht man, das Ganze wurde erfolgreich entfernt und man hat auch keine neuen Ausgaben an der Stelle. So. Das Ganze habe ich jetzt auf den Live-Chart angewandt und für die Programmierung ist es natürlich besser, wenn das nicht auf den Live-Chart angewandt wird, sondern wenn das historisch gebacktestet wird. Heißt quasi, wir machen einen Test und öffnen dafür den Strategietester. Der ist hier unten, den öffnet ihr mit STRG R. Ja, dann habt ihr hier in dem Fenster die Auswahl von den ganzen EAs, die ihr kompiliert habt. Da ist, je nachdem wie unser heißt der fxflat pinda.ex4, den wählen wir aus, dann könnt ihr das Asset auswählen, auf das ihr das Ganze anwenden wollt. Wir nehmen den Euro-US-Dollar und dann habt ihr noch die Periode, Timeframe, genau. Dann habt ihr den Zeitraum, von, auf dem ihr testen wollt. Und das Ganze kann man hier einfach angeben, einfach im Datumsformat. Und dann haben wir noch einen ganz wichtigen Punkt, und zwar der visuelle Modus. Das ist dieser Haken, der hier gesetzt ist. Der visuelle Modus ist dafür da, dass der Backtest, den man macht, dass der nicht einfach simuliert wird und einmal durchrennt und man nachher zum Schluss die Auswertung, sondern er ist dafür da, dass das Ganze realgetreu visualisiert wird. Also die Backtest-Daten werden einmal durchlaufen und man sieht das halt live quasi, wie das mit den historischen Daten funktioniert. Dafür hat man dann auch den Geschwindigkeitsregler, wie schnell das durchlaufen soll. Und ich starte jetzt einfach mal den Test, damit ihr das Ganze seht. Das Ganze fängt jetzt hier an am 1. Januar. Ja, und ich stelle mal den Chart etwas ein. So. Dann habt ihr den Geschwindigkeitsregler, den ihr höher einstellen könnt. Und in dem Journal sind dann quasi unsere Ausgaben von dem Test. Ich drücke jetzt mal kurz auf Pause, dann hört ihr auf zu ticken. Und auf Journal sieht man dann auch das, die Ausgaben eben stehen geblieben sind, weil der visuelle Test halt angehalten wurde. So. Was man erkennen kann, ist jetzt, wenn man hier mal schaut, nehmen wir mal das Fadenkreuz raus. Genau. Ich muss mal noch eine Ausgabe hinzufügen, und zwar die Zeit. Das ist auch ein wichtiger Parameter. Da haben wir eine ähnliche Funktion, die heißt einfach iTime. Und die ist genauso wie die anderen Funktionen mit den drei Parametern. Wir sagen, wir wollen jetzt einfach die Zeit ausgegeben haben von dem unterliegenden Asset auf dem unterliegenden Zeitintervall. Einfach mal für die Übersicht, damit wir sehen, was uns hier ausgegeben wird. So, ich habe das Ganze kompiliert. Und wir müssen jetzt den Test neu starten, damit die Änderungen, die ich gerade im Quellcode gemacht habe, wirksam werden. Das heißt, ich habe den jetzt gerade gestoppt, den alten Test, und wir starten erneut. So. Hier müssen wir noch auf Play drücken und dann sehen wir, wie der visuelle Test gerade durchläuft. So. Das Ganze kann man jetzt verlangsamen. Die Ausgaben kommen ja alle noch rein. Und man sieht jetzt hier an der Stelle, da ist er wieder fertig.
Hat gerade noch nichts gemacht. Mal kurz neu kompilieren. Nochmal stoppen und nochmal neu starten. Genau. Hier würde man jetzt, hier sieht man in nicht lesbarer Form quasi eine Uhrzeit von der Candle. Das ist einfach ein anderes Format sozusagen. Und man sieht an der Stelle, dass jede Ausgabe die gleiche Zeitangabe hat. Also das heißt so viel wie, dass jeder Tick die Ausgabe macht. Und das ist aber nicht das, was wir brauchen, weil wir wollen ja eine Candle erkennen und dafür brauchen wir eben eine Erkennung für neue Candles. Heißt quasi, die OnTick-Methode, die jetzt jedes Mal aufgerufen ist, die wollen wir eigentlich nur benutzen, wenn auch wirklich eine neue Candle aufgerufen wird oder wenn eine neue Candle entsteht, damit wir die alte checken können. Also die Routine ist, wenn eine Kerze fertig abgeschlossen ist in der Periode, dann wollen wir sagen, dass wir die abgeschlossene Kerze überprüfen. Und zwar darauf, ob das eben ein Pinbar ist oder nicht. Das wäre jetzt so der erste Schritt. Und dafür müssen wir einfach eine Methode schreiben, die eben erkennt, ob eine neue Kerze entstanden ist oder nicht. Das schreibe ich jetzt hier mal auf. Wenn man Doppelslash angibt, dann heißt es, es ist ein Kommentar. Und in den Kommentar schreibe ich nur rein, was der nächste Schritt ist. So, Methode. Ihr erkennt, ob neue Candle entstanden. So. Dann haben wir mal das Schlüsselwort für eine Funktion. Das ist hier so der Datentyp. Bool hatte ich vorhin schon mal kurz erwähnt. Das ist einfach eine binäre Aussage, ja oder nein. Die, also und gleichzeitig der Rückgabewert. Das heißt, wenn wir die Funktion befragen, gibt sie uns einen Wert zurück und das ist eben das Ja oder Nein. Und die soll uns dementsprechend ein Ja zurückgeben oder ein True an der Stelle, wenn eine Pinbar erkannt, wenn eine neue Kerze erkannt wurde, oder ein Nein, wenn es nur ein Tick gewesen ist. So. Dann haben wir den Funktionsnamen. Und das ist jetzt erstmal das Gerüst der Funktion, damit man es irgendwie aufrufen kann. So. Und da müssen wir jetzt eine Überprüfung machen. Die Überprüfung wird immer mit dem if eingeleitet, das heißt so viel wie wenn. Und hier benutzen wir dann eine Candle, die oder einen Zeitwert, den wir schon gespeichert haben. So. Zeitwert, den müssen wir erstmal am Anfang definieren. Wenn wir das Programm quasi starten, dann wollen wir erstmal auslesen, welche Zeit ist es jetzt, von welcher Candle. Und das machen wir an der Stelle mit dem Datetime-Datentyp, den Variablenamen currentCandle ist gleich. Und dann haben wir wieder das iTime mit den Werten des unterliegenden Assets. Und dem aktuellen Zeitintervall und keiner Verschiebung, also dem der aktuellsten Zeit. Das heißt, am Anfang haben wir das Ganze und wir brauchen es jetzt in der Funktion, damit wir überprüfen können, ob die aktuelle Candle einen anderen Wert angenommen hat, also der Zeitwert der aktuellen Candle, ob das jetzt noch der alte Wert ist oder nicht. Und da machen wir jetzt die Überprüfung mit der gleichen Funktion, iTime, das kann ich gleich mal kopieren. Und zwar
mit dem Shift von 1, das heißt von einer Candle. So. Wir haben jetzt hier das ist gleich, das heißt so viel wie ist es das gleiche, also einfach ein Vergleichsoperator. Und wenn das Ganze wahr ist, also wenn der aktuelle Wert, den wir gespeichert haben, dem entspricht, der vor einer Candle aber schon passiert ist, dann heißt es ja, dass wir eine neue Candle haben und wir wollen dann true zurückgeben. Wir erinnern uns, der Rückgabewert true. Das wird an der Stelle eben gemacht und ansonsten geben wir einfach ein false zurück. So. Dann müssen wir aber noch den neuen Wert speichern. Damit eben beim nächsten Mal der Zeitwert ja wieder aktuell ist und man wieder den neuen Vergleich machen kann, sozusagen. Das Ganze haben wir jetzt hier drin. So, jetzt haben wir die Funktion geschrieben, die wir aufrufen können. Und dann können wir hier unsere Funktion benutzen. Wir haben hier wieder unseren wenn, also unsere Unterscheidung mit n. Und wollen jetzt prüfen, ob jetzt diese neue Bar entstanden ist. Das heißt, wir rufen die Funktion auf, wenn eine neue Candle entstanden ist. Dann soll jetzt unsere Routine, die wir gehabt haben, greifen. Alles, was jetzt in dem Block passiert, wird jetzt quasi angewandt, wenn eine neue Candle vorhanden ist. Ja. Genau. Dann kompilieren wir das Ganze nochmal. Ups. Hier kann man das Journal auch löschen, die Aufgaben, die da drin stehen. Und wir müssen jetzt den alten Test nochmal stoppen. Löschen hier die Charts von dem alten Test und wählen wieder unseren Pinbar Expert Advisor aus und starten den neuen Test. Ja. Genau, jetzt wollen wir mal schauen, wie schnell man das einstellen muss, aber man sieht, die Candles verändern sich jetzt und ich drücke hier mal kurz auf Stopp. So, jetzt haben wir hier unsere Candles und die können wir mal überprüfen an der Stelle. Ob das High sich hier verändert hat oder nicht. Nee, hat es hier noch nicht. Man kann jetzt unten rechts schauen, ob das High an der Stelle in diesem Bereich wie der Wert dahinter ist von der Candle, mit der man mit der Maus drauf ist. Dort sieht man 1,04806 und man sieht, das ist jetzt nicht der Wert, den wir haben wollen. Woran liegt das? Dann schaut man hier sich nochmal die Werte an und man sieht, das ist ja immer die aktuelle, also es gab ja immer diesen Shift-Parameter und wenn man jetzt die Überprüfung drin hat, mit ob man eine neue Kerze erkannt hat, dann muss man das natürlich, da muss man natürlich die Werte von der alten Kerze abfragen, ist ja klar. Deswegen brauchen wir überall eine 1 als Parameter. Genau, kompilieren das Ganze nochmal und starten in den EA nochmal. Starten den Test, den visuellen. So, jetzt rennt er hier ein bisschen durch. Ich drücke auf Pause. Und
man sollte jetzt hier eigentlich erkennen, dass sich der Wert verändert hat, aber das hat er gerade noch nicht. Deswegen muss ich mal schauen, wo hier der Hund quasi begraben liegt. Also wir haben die Überprüfung, wenn die Current Candle, ah, hier ist der Fehler. Wenn die Current Candle erkannt wurde, dann muss natürlich der Wert der aktuellen Kerze gespeichert werden und nicht der von der aktuellen. Also da war jetzt der kleine Fehler, der sich eingeschlichen hat. Da sieht man auch mal in der Programmierung, wenn man da nicht auf alles aufpasst, dann kann sich das ganz schön in die Länge ziehen. Und wir haben das jetzt wieder kompiliert, das Ganze, nach jeder Quellcode-Änderung und müssen das Ganze wieder stoppen und neu starten. Test starten. So. Dann läuft der visuelle Test wieder durch. Ich halte das hier mal zwischendurch mal an. Und man sieht an der Stelle, dass jetzt hier der Wert, hier ist ja der High-Kurs, bei 1,0457 liegt. Und das entspricht jetzt, sollte jetzt eigentlich dem, genau, der Open war es ja gewesen. Ich schreibe das mal noch mit dazu. Zeit. Damit wir auch sehen, welcher Wert wovon kommt. Ich starte den Test wieder neu. Lass den visuellen Test hier ein bisschen durchlaufen, halte das Ganze an und man sieht jetzt hier Open, High, Low, Close. Von der aktuellen Kerze. Das Ganze kann man dann eben überprüfen. Mit Steuerung D kann man auch hier so ein Datenfenster öffnen, wo man dann den Wert der aktuellen Kerze sieht. Und man sieht jetzt hier, das Low ist bei 1,06 und hier ist es bei 1,0384 und das Ganze kann man jetzt vergleichen und man sieht, es stimmt überein. So, der letzte Tick war jetzt von in der aktuellen Candle und gibt die Informationen der Kerze, die dort vorkam, also um 1 verschoben, aus. Das heißt, zwei Kerzen davor müsste man jetzt hier einen Low-Wert von 1,03815 haben. Und das Ganze sieht man jetzt dort auch. Also, so. Dazu hat man jetzt auch noch die Uhrzeiten zu stehen, auf einmal in lesbarer Form. Und kann halt sehen, also es ist immer Open, High, Low, Close und die Zeit. Und danach geht die nächste Kerze los, von welcher Uhrzeit halt die ganzen Informationen sind. Und kann das jetzt abgleichen. Soweit, so gut für den Einstieg. Jetzt haben wir die Daten, jetzt haben wir quasi die Erkennung, wann eine neue Candle entsteht. Und müssen jetzt unsere Regeln anwenden, unsere theoretischen Regeln, wie wir eine Pinbar erkennen wollen. Und dafür brauchen wir eine Funktion wieder, die das Ganze dann halt erkennen soll. So, und die Funktion nenne ich jetzt CheckHammer. Die wird hier aufgerufen an der Stelle und muss jetzt auch noch definiert werden. Und das Ganze werde ich mal mit dem Datentyp int definieren. Warum, werde ich gleich noch erklären. Das kann ich hier mal kurz erklären. Und zwar der int-Datentyp, Hammer oder Pinder. So, Pinder
der bekommt jetzt hier von der Funktion eine Zahl zurückgegeben. Ja, die Zahl soll jetzt entscheiden, ob das eine PINBA, ob eine erkannt wurde oder ob eine BEOIche, also welche erkannt wurde, eine BEOIche oder eine BULLIche oder ob keine erkannt wurde. Und das müssen wir für uns einfach mal definieren. Ich kommentiere das an der Stelle. Die 0 heißt, dass nichts erkannt wurde. Die 1 heißt, dass eine BEOIche PINBA erkannt wurde. Und die 2 heißt, dass eine BULLIche PINBA erkannt wurde. So, das Ganze, das, wenn wir das jetzt so haben wollen, dann müssen wir natürlich hier das in der Funktion so definieren, und zwar wie wir das denn gerne haben möchten. Und ich kopiere jetzt mal die Ausgaben von hier oben in die Funktion mit rein, weil wir die ganzen Werte jetzt gleich brauchen. Und wir erinnern uns, wir haben zwei Sachen gehabt, die wir unbedingt brauchen, wenn wir eine PINBA erkennen wollen. Und zwar, die erste Sache ist der Kerzenkörper. Ja? Den will ich jetzt hier mal definieren, Candlebody. Und der Candlebody ist quasi bei einer positiven Kerze das Close minus dem Open. Oder bei einer roten Kerze wäre es dann umgedreht, das Open minus dem Close. Aber wir können das auch ich sag mal, relativieren, indem wir einfach immer den absoluten Wert nehmen. Also selbst wenn wir jetzt eine rote Candle haben und den Close minus den Open rechnen, haben wir einen negativen Wert. Aber das Vorzeichen, also es kommt ja eigentlich nur aufs Vorzeichen drauf an, und das können wir umdrehen, beziehungsweise einfach den absoluten Wert nehmen. Und da gibt es hier von, da gibt es hier schon eine bestimmte Funktion von dem MQL, und diese Funktion für den absoluten Wert heißt MassApps, also MassAbsolute. Und davon müsste man dann halt den Wert nehmen. So, und welchen Wert wollen wir, oder von welchem Wert wollen wir den absoluten Wert haben? Das ist jetzt eben der Close minus das Open. Schreiben wir hier mal rein. So, dann haben wir die Größe des Candlebodies. Die brauchen wir. Und was wir noch brauchen, ist eben die Länge der Kerze. Die Länge der Kerze, damit wir dann vergleichen können, wie groß, also prozentual gesehen, welchen Anteil hat der Body der Kerze zur Gesamtkerze. Und das wirklich in der Variable Candle Length speichern. Und das Ganze müsste ja dann einfach High minus Low sein, egal ob rote oder grüne Kerze. Da brauchen wir nicht so keine absoluten Werte, weil der High ist ja immer drüber. Es kommt immer ein positiver Wert bei raus. Und genau, dann können wir uns das Ganze hier unten auch mal ausgehen lassen, würde ich sagen. Schreiben einfach eine neue Print-Ausgabe dazu mit dem Candlebody. Und die Candle Lengths. Kompilieren das Ganze. Steht noch irgendwo eine Klammer. Das habe ich schon wieder vergessen. Achso, na klar. Wir müssen ja noch einen Wert zurückgeben, und zwar, was wir gesagt haben, die 0, die 1 oder die 2. Ich gebe jetzt einfach standardmäßig erstmal eine 0 zurück, was so viel heißt wie wir haben noch nichts erkannt. Das, zu dem Teil kommen wir einfach später. Dann kompilieren wir das und wir sehen, ist kein Fehler mehr aufgetreten. Wir können ihn EL wieder testen, stoppen den alten Test und starten ihn nur ein. Und was wir sehen wollen, ist der Kerzenkörper. Die Größe davon
von der letzten Candle sozusagen. So, jetzt habe ich das Spiel wieder ins Laufen gebracht. Wir sehen Open, High, Low, Close. Das heilt hier bei der vorherigen Kerze bei 1,04701. Genauso wie es auf der Konsole zu sehen ist, und im Datenfenster ist das gleich. Und man sieht jetzt auch die Ausgaben Candle Body und Candle Lengths. Das Ganze kann man sich ja dann köpflich mal eben durchrechnen. Das High minus dem Low. Und man wird auf ein Ergebnis kommen. Ja, also für die Candle Lengths, die ist jetzt 17 Pips circa groß und der Candle Body, der ist eben gerade mal 11 Pips groß. Das heißt, wir haben einen ziemlich großen Körperanteil an der Kerze und es wäre schon mal kein Kandidat für eine Pinbar. Aber wir haben jetzt so die Variablen, die wir brauchen und würden jetzt die Kriterien weiter prüfen, die wir prüfen wollen. Genau. Und zwar müssen wir jetzt prüfen, in den Folien hatten wir es ja schon geschrieben, ob der Anteil des Körpers ein Drittel ist von der Gesamtkerze. So, und das machen wir wie folgt. Wir haben die Candle Body. Dann rechnen wir prozentual aus, wie groß ist denn der Candle Body im Verhältnis zur Kerzengröße. Ja. Klammern hier das Ganze mal. Und jetzt müsste man überprüfen, ob ein Drittel der Kerze, also ob das gegeben ist, dass es kleiner ist als ein Drittel der Kerze. Das heißt, wir müssten jetzt hier sagen, kleiner als das ganze Ergebnis. Und das Ganze müsste ja jetzt kleiner sein als 0,3333. So ein Drittel. Das soll jetzt unsere Bedingung sein, damit wir, also unser erster Schritt für die Erkennung einer Pinbar. Das Ganze rücke ich immer ein und schreibe hier nochmal einen Kommentar. Kombinieren wir das Ganze und da das jetzt in diesem If-Block ist, in dieser Wenn-Angabe, heißt es, dass die ganzen Ausgaben, die wir jetzt machen, die wir schon von Anfang an gemacht haben, die werden jetzt nur ausgegeben, wenn der Kerzenkörper kleiner ist als ein Drittel der Kerze. Jetzt stoppen wir das Programm, den Test und machen einfach wieder einen neuen. So. Und dann haben wir auch immer die Uhrzeiten. Genau. Und sehen jetzt, dass am 2.1.20 Uhr so eine Candle erkannt wurde. Das heißt, wir suchen uns das Ganze raus am 2.1. und haben wir schon mal eine Kerze, wo der Körper ein Drittel ist. Wir können uns auch noch eine zweite raussuchen, 21 Uhr, noch eine, hier sieht man es, ich kann da mal ein bisschen ranzoomen, 21 Uhr, genau, ziemlich langer Docht und kleiner Kerzenkörper und damit haben wir schon mal die Kriterien erfüllt, also das erste Kriterium erfüllt. Jetzt brauchen wir natürlich noch das zweite. Das zweite ist, dass der Kerzenkörper entweder oben am High oder unten am Low angesiedelt ist, bearischer oder bullischer Pinbar-Formation. So, dann brauchen wir quasi wieder eine If-Abfrage. Ich schreibe das als Kommentar. So. Und mache jetzt die programmatische Abfrage, wie das Ganze funktionieren soll. Man muss ja jetzt etwas
einfach mathematisch vorgehen. Und zwar, wir stellen uns jetzt nochmal diese Pinbar vor und wir wollen quasi, dass der Docht oberhalb ist und der Kerzenkörper ziemlich weit unten ist. Das heißt, er ist nicht weit vom Low entfernt. Und wir hatten auch gesagt, dass es egal ist, ob das Close über dem Open ist oder andersrum. Das heißt, wir nehmen jetzt erstmal den minimalen Wert vom Open oder Close der Candle, die wir ausgelesen haben. So. Und dieser Wert, der kleinere Wert, der muss ja jetzt kleiner sein als das Low plus die Candle Length. Und zwar mal 15%. Ich kann das Ganze auch noch mal kurz in der Grafik erläutern. Wir haben jetzt hier den Fall einer solch einer Candle. Und wir wollen quasi, dass der Körper erstmal nur 33% ist und 15% der Gesamtstrecke auf das Low addiert, was ungefähr hier war, da müsste jetzt das Open oder der Low, das Open oder der Close sein. Ja? Und das ist jetzt einfach die Abfrage, die wir gemacht haben. So, wenn das Ganze passiert ist, dann wollen wir die Ausgaben machen und wir haben ja dann unseren Rückgabewert, wo wir gesagt haben 1 oder 2. Und das ist ja jetzt die Short-Formation sozusagen. Und wir haben ja gesagt, bearish ist gleich 1. Das heißt, wir brauchen hier einen Rückgabewert von 1. So. Und dann können wir das Ganze auch noch kopieren. Das erste, die beiden Kriterien fast erfüllt. Für das Umgekehrte, wo wir dann die 2 zurückgeben wollen. Und dort sagen wir dann, wir wollen das Maximum vom Close oder vom Open und haben an der Stelle das High minus die 15% der Candle-Länge insgesamt, also 15% von der Candle-Länge, das abgezogen vom High, innerhalb von diesem Bereich, größer, müsste jetzt das Open oder der Close sein. So. Und wenn das Ganze passiert, dann wollen wir das Ganze in der Ausgabe festhalten mit einer Ausgabe. Bullish. So ist jetzt auch, wir sind gleich fertig damit. Das ist jetzt eigentlich so der letzte Schritt. Wir haben kompiliert, wir haben keine Fehler. Wir starten jetzt den Test noch ein letztes Mal und hoffen, dass alles fehlerfrei umgesetzt wurde. Lassen das Ganze mal durchlaufen, halten an. So, und dann sehen wir hier um 12 Uhr am 3.1. wurde so eine Candle erkannt und da sehen wir hier, wenn wir mal reingehen, das ist jetzt genau dieser inverse Hammer, also der bearish Hammer, genau. Wir haben ja auch noch mehrere Candles erkannt, die eine Pinbar sind. Von der Theorie her, wie wir es jetzt erstmal definiert haben. Die nächste wäre hier am 2.1. um 22 Uhr. Kann man eben auch erkennen, dass das quasi ist von der Theorie. So, das sind jetzt erstmal alle Kriterien, die wir heute erfüllen wollten. Haben wir auch geschafft. Könnt ihr sehr gerne nachprogrammieren. Und im zweiten Webinar wollen wir das Ganze dann
Weil wir haben jetzt halt eine Candle erkannt, die so aussieht wie eine Pinbar, aber uns bringt die Information ja noch nicht so weit, weil davon gibt es wahrscheinlich sehr viele, aber sie müssen ja an der richtigen Stelle auch platziert sein. Das heißt, wir wollen das Ganze ja erkennen oder in einem starken Momentum zum Beispiel könnte man das auch erkennen. Und wir wollen dann auch nicht nur Ausgaben haben, sondern wollen natürlich auch das dann handeln oder uns eine E-Mail geben lassen, um das Signal zu generieren. Und das soll dann eben alles im zweiten Schritt passieren. Genau. Also ich hoffe, ihr konntet mir da folgen. Ich hoffe, das war halbwegs verständlich gewesen von der Erklärung her. Und dann hoffe ich natürlich, dass viele Leute von euch im zweiten Teil der Webinarreihe mit dabei sind und bedanke mich recht herzlich für die Aufmerksamkeit. Ja, vielen Dank, Manuel. Das sind jetzt noch zwei Fragen offen geblieben. Vielleicht hast du die eine Minute noch, Fragen natürlich. Den dann noch ganz kurz zu beantworten. Ansonsten schon mal zu der Frage bezüglich zweiten Termin. Wird am 27. Februar sein. Sie sind eigentlich auch schon automatisch angemeldet dafür. Und die Aufzeichnung wird natürlich dann so schnell wie möglich online gestellt. Also sollte in der Regel auch schon morgen online sein, damit Sie das Ganze auch so schnell wie möglich jetzt nacharbeiten können und nachvollziehen können. Und genau, dann noch zu den zwei Fragen, wenn es geht. Genau. Hier haben wir die NOS und den WIC. Wenn das Ganze gleich lang ist, dann also es würden einfach unsere Regeln wieder greifen. Das heißt, wenn beides gleich lang ist, aber der Kerzenkörper nur ein Drittel der Gesamtkerze entspricht, und dann würde es ja nicht funktionieren, dass er das als Pinbar erkennt, weil unser zweites Kriterium ist ja, dass maximal 15% von der Nose dieser Kerzenkörper anfängt. Das heißt, hier oben haben wir ja dann mehr als, also wir können ja nicht die gleiche Strecke haben. Das würde ja prozentual dann nicht aufgehen. Also das würde quasi rausgefiltert werden, würde nicht mit erkannt werden. Das ist die erste Frage. Wäre das nicht einfacher, das Ergebnis live auf dem Chart ausgehen zu lassen? Das Ergebnis live auf den Chart ausgehen zu lassen, ist problematisch. Also kann man machen, aber empfehle ich nicht, weil dann muss man ja darauf warten, dass man so eine Candle erkennt. Und was will man machen, wenn halt solche Candles nicht kommen für die nächste Stunde? Will man da warten die Stunde oder was will man da machen in der Zeit? Das ist einfach, damit es schneller geht. Weil wenn man auch etwas Exotisches programmiert, zum Beispiel so eine SKS-Formation oder generell irgendwas mit Indikatoren, dann müsste man ja immer auf diesen Zeitpunkt warten. Und wenn man eine Idee hat für ein System, was halt sehr selten handelt, dann hat man nicht die Zeit. Also es ist einfach eine zeitliche Frage. Genau. Die Aufzeichnung gibt es auf YouTube, das wurde glaube ich schon gesagt. Genau. Weg ist immer unten oder Shadow ist immer oben. Also diese Grafik hier, ich würde einfach davon mitnehmen, dass man den Kerzenkörper hat und dann einfach einen länglichen Teil, wie das Ganze jetzt heißt, ist eigentlich egal, aber das ist einfach charakteristisch. Man hat einen langen Kerzendocht und der ist auf der einen Seite und auf der anderen Seite ist halt, wenn überhaupt, ein minimaler Kerzendocht, der als Nose bezeichnet wird. Und so sieht eben die Pinbar-Formation aus. Also je nachdem, ob es oben oder unten ist. Genau. Okay, das soll es an der Stelle dann mal gewesen sein von mir. Ja, wir können uns gerne dazu noch schreiben, E-Mails oder auf unsere Seite gehen, algocam.de.
Und dann freue ich mich schon auf das nächste Webinar. Und wünsche natürlich noch allen einen schönen Abend und viel Erfolg beim Trailen. Ja, vielen Dank, Manuel. Und von mir aus natürlich auch noch einen schönen Abend. Danke, dass Sie teilgenommen haben. Und ich hoffe, Sie auch im zweiten Teil wiederzusehen. Also, passen Sie auf Ihre Trades auf. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao, ciao.